In der Ostsee herrschen gute Wachstumsbedingungen für die Rotalge Deliceria sanguinea, auch blutroter Seeampfer genannt. Sie wächst auf Felsen und Steinen und sie ist eine der häufigsten Makroalgen am Riff Nienhagen, gelegen vor der mecklenburgischen Ostseeküste. Deliceria könnte zu einer zusätzlichen Erwerbsquelle neben der herkömmlichen Fischerei werden. Denn sie beinhaltet einen Wirkstoff, der nach seiner Extraktion und Aufreinigung für kosmetische und vielleicht sogar pharmazeutische Zwecke nutzbar ist. Das Forschungsprojekt wird gefördert durch den Europäischen Fischereifonds und Landesmittel. Koordiniert wird das Projekt durch die Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern. Am Riff Nienhagen wachsen im Jahr 3 bis 4 Tonnen des Rohstoffs Alge. Ein Teil könnte von den Betonelementen und Natursteinen des Riffs geerntet werden, ohne dabei das Ökosystem zu beeinträchtigen. Alternativ forscht die Universität Rostock an der Entwicklung eines Aquakulturverfahrens für die Produktion der Alge. Die dafür konzipierte Experimentalanlage wird mit Meerwasser gespeist, welches zunächst in einem großen Behälter von Sedimenten befreit wird. Das Wasser gelangt in die 5 Aufzuchtbecken und fließt über einen Auffangbehälter zurück ins Meer. Die hier produzierten Algen werden für die weitere Verarbeitung geerntet, verpackt und verschickt. Im Pharmazeutischen Institut der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel wird der gewünschte Wirkstoff aus der Alge extrahiert. Zunächst wird Deliceria optisch geprüft. Anschließend wird sie zerkleinert. Darin enthalten sind lange, negativ geladene Zuckerketten, die sulfatierten Polysaccharide. Um diese zu gewinnen, wird ein optimiertes und standardisiertes Verfahren angewandt. Dabei wird der Wirkstoff extrahiert und von unerwünschten Bestandteilen befreit. Es entsteht ein helles, watteartiges Produkt, die sulfatierten Polysaccharide. Diese werden anschließend noch einer Analytik unterzogen. Dabei wird die strukturelle Zusammensetzung, Reinheit und die pharmakologische Wirkung überprüft. Aus 1 Kilogramm Frischalge erhält man ca. 25 Gramm der sulfatierten Polysaccharide. Ziel ist die Entwicklung eines Produktes mit vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten.